Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren. Episode Nummer 22, lieber Defner. Im Oktober. Es gibt einen weiteren Tiefschlag für mich. Pünktlich zum Einheitstag. Es gibt eine Statistik. Danke, Defner. Kannst du weiterreden? Ich dachte, ich meinst du? Mal okay. Das also pünktlich zum Einheitstag gibt es die Statistik, dass ostdeutsche Männer nur 77,2 Jahre leben, 1,4 Jahre kürzer als der Westdeutsche. Darf ja nicht mal sagen, dass du Ossi bist, ne? Ja, aber sonst ich bin Ärger mit dem Chapitz-Clan. Jetzt lebe ich auch noch 1,4 Jahre kürzer als der Defner. Das nimmt mich natürlich mit und weißt auch, warum das so ist, lieber Defner? Der ostdeutsche Mann fühlt sich nicht richtig respektiert in dieser Gesellschaft. Seine Lebensleistung ist nicht gewürdigt genug. Und du siehst, und du sagst ja immer... Wie in diesem Podcast? Nein, du siehst ja immer... Du fühlst dich ja auch manchmal nicht respektiert in diesem Podcast. Das auch. Ja? Aber es geht darum, es geht nicht nur darum, dass er reicher ist. Er ist ja reicher, der ostdeutsche Mann. Aber es geht auch um mehr als nur reicher. Er ist reicher als zur Wiedervereinigung. Ach so, natürlich, als ich dachte, als der Westdeutsche. Jahre. Nein, das ist er auch nicht. Aber das ist nämlich das Problem. Wenn er sich ärmer fühlt als der Westdeutsche, also dieser relative Vergleich, und wenn er sich nicht respektiert fühlt, dann hat er einfach ein schlechtes Gefühl und dann stirbt er früher. Du siehst Gefühlen, ja, aber es ist genau das Problem. Ja, okay. Nicht nur das Portemonnaie entscheidet, wir wollen sondern darüber auch solche über Ost und West nochmal ausführlich diskutieren. Müssen natürlich. Wir müssen zum Tag der Einheit, 28 Jahre Wiedervereinigung, wie steht es denn um die Angleichung der Lebensverhältnisse, werden wir ausdiskutieren in dieser Sendung und wir reden über Inflation. Alles wird Inflation. Teurer. Kommt sie zurück oder ist mit es vielleicht... Schritten nur ein vorübergehendes Phänomen. Ja, wir haben wieder Bulle und Bär, wo wir Daumen heben und senken. Und wir müssen einiges nachklappen sozusagen. Ja, eine Sache, Elon Musk, unser Lieblingsakteur hier im Podcast. Der hat das sah ja für mich sehr gut aus. Gemacht, der hat Schlagzeilen gemacht. Es ist ja verurteilt worden von der SEC, dann fiel auch die Aktie kräftig und ich dachte schon so, okay, die Wette habe ich gewonnen. Und es gab die Gefahr, dass er möglicherweise nicht würdig befunden wird, ein Unternehmen zu führen. Und weil die SEC hat herausgefunden, dass sein Tweet, den er damals gemacht hat und wo er gesagt hatte, ich kaufe Tesla von der Börse für $420 und die Finanzierung ist gesichert, dass dieser Tweet nicht der Wahrheit entsprach und dass er die 420 auch nur aufgerufen hatte, um seiner Freundin zu imponieren. Das alles hat die SEC gesagt. Ich dachte, wegen der Anspielung auf Marihuana, muss ich auch noch dazu erzählen, ja, weil das so ein Codewort für Marihuana ist. Diese 420. Und der, was ich auch gelernt habe, der 20. April ist ein großer Marihuana-Feiertag anscheinend, ja. Ja, okay. Ein kleiner Nachtrag zu unseren Cannabis-Aktien vom letzten Mal. Ne? Sehr gut. Ja. Und dann dachte ich schon so, die SEC wird dann sagen, dieser Mann ist nicht fähig, ein Unternehmen zu führen. Und dann hat man sich Holger geeinigt. Holger hatte mal dann kurz Oberwasser, genau. Aber es währte nicht lang. Dann hat sich geeinigt. Jetzt muss er 20 Millionen nur zahlen. Peanuts letztendlich. Und, das stimmt. Tesla auch nochmal 20 Millionen. Und er muss seinen Verwaltungsratschefposten, also sowas wie der Aufsichtsrat in Deutschland, abgeben. Das aber auch nur für 3 Jahre. Und er muss noch einen Twitter-Bevollmächtigten einberufen. Und jeden Tweet, den man jetzt liest, der ist vorher durch die Augen dieses Menschen gelesen worden. Also er darf nicht mehr einfach so los twittern. Also ich und die Tesla-Aktionäre, die atmen kräftig auf. Das stimmt. Denn die Tesla-Aktie ist daraufhin heute, an diesem Montag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, wieder kräftig gestiegen um 15% auf $305 und damit über meine $300-Marke. Und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt endlich mal wieder ein bisschen Vernunft einkehrt. In der Tat waren es viele Eskapaden, die sich Elon Musk da geleistet hat. Eskapaden in den letzten Wochen. Und dass wir jetzt mal wieder mit Produktions- und Unternehmenszahlen Schlagzeilen machen, und zwar positive Schlagzeilen. Da gibt es morgen wahrscheinlich schon die Produktionszahlen, also am Dienstag möglicherweise. Und da meinen schon manche sozusagen Quellen, manche. Dass
Ja, der Döpfner. Nein. Ja, der Döpfner, ja. Aber auch andere haben da schon mal ein bisschen gut informierte Kreise sozusagen, dass die Produktionszahlen von Model 3 auf jeden Fall positiv überraschen. Und Elon Musk selber hat auch schon wieder eine Mail an den Mitarbeiter diesmal geschrieben und kündigt einen epischen Sieg an. Wir sind gespannt auf diesen. Den epischen Sieg. Auf den epischen Sieg. Aber eins noch zu Elon Musk und so grundsätzlich zum Umgang, ja, in Deutschland und zum Denken über Elon Musk. Da gab es letzte Woche im Spiegel ein sehr schönes Essay dazu. Die Delle im Universum. Alexander Schimmelbusch schreibt über Elon Musk und die Deutschen. Und er schreibt dann zum Schluss, Elon Musk, den man jungen Unternehmern ohne Einschränkung als Vorbild empfehlen kann, stellt einen so ungeheuren Affront für das Mittelmaß dar, dass er immerfort Aggressionen auf sich zieht, auch in der deutschen Presse. Ach, fühlst du dich da angesprochen? Also, du willst mich jetzt Mittelmaß hier darstellen. Vielen Dank, Herr Döpfner. Nein, gemacht. Nicht dich, sondern eine Anfechtung gegen das Mittelmaß. Hast du gerade vorgelesen? Ja, bei den Managern, ja, vor allem. Ach, ja. Nein, nicht bei den Schreibern, danke. Aber das natürlich, bringt dann nochmal ein Beispiel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und so weiter und so fort. Aber und der Kollege Paul Billmann hat mir diesen Artikel freundlicherweise zugepostet. Deine Fans. Ja, unser rasender Reporter, der immer unterwegs ist und ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. Ja, dann müssen wir auch noch Italien nachklappen. Da sieht es ja für mich ganz gut aus, weil da kann man wirklich, da kann man nichts beschönigen, muss man sagen. Nein, noch nicht mal ich. Ja. Ich bin ein großer Italien-Freund und verstehe aber kein Freund dieser Regierung und die übertreiben es einfach in jeder Hinsicht. Ich hatte ja gehofft, dass ein bisschen Vernunft einkehrt und der Finanzminister hatte ja vernünftige Ansätze. Er wollte ja vernünftiges Budget vorlegen, aber die Populisten. Ja. Und man hat sich auf 2,4% Defizit geeinigt. Und das Problem ist, 2,4 liegt zwar unter dem Maastricht-Kriterium von 3%, nur die Vorgängerregierung hatte sich auf 0,9% schon geeinigt. Und wahrscheinlich ist auch der ganze Haushalt viel zu optimistisch, weil die Wachstumszahlen, die dahinter stecken, die dürften nie erreicht sein. Und deswegen wird das Budget wahrscheinlich viel höher ausfallen. Mhm. Und das Dumme an der ganzen Geschichte, und das ist eigentlich das Frustrierende, man hat ja jetzt einen expansiven Haushalt, man gibt einigen Menschen mehr Geld, so eine Art Mindesteinkommen, und man gibt anderen eine Steuererleichterung. Aber das alles wird nicht richtig durchschlagen, weil wenn die Zinsen steigen, was sie getan haben, und die Kreditbedingungen schlechter werden, dann wird der eine Effekt durch den anderen und dann verpufft alles, dann hat man nur mehr Schulden gemacht und am Ende bleibt man kann jetzt wirklich nur übrig. Hoffen, dass auch hier Brüssel wirklich mal hart durchgreift, muss man sagen. Und es gibt ja schon erste Äußerungen, dass man das vielleicht tun will. Der EU-Wirtschaftskommissar Moscovici, der hat gesagt, der Budgetentwurf Italiens weiche offensichtlich von den Vorgaben aus Brüssel ab und die Behörde werde prüfen, wie schwer die Regelverletzung sei und wie sie sich korrigieren lasse. Die Italiener lasse. Werden zittern. Ja, noch kein einziges Defizitverfahren mit einer richtigen Strafe ist eröffnet worden. Es gab ganz viele Defizitverfahren sind alle eingestellt worden und keiner musste bisher eine Strafe muss zahlen, man einfach mal Zeichen obwohl setzen. Das wirklich in den Maastricht-Verträgen so drin sind. Ja. Und die Reaktion aus Italien, Di Maio hier, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, hat diese Kommentare aus Brüssel jetzt gleich mal wieder als Terrorismus an den Märkten bezeichnet, dass man sozusagen die Märkte aufwiegle gegen das arme Italien. Also das geht einfach gar nicht, was die sich leisten momentan. Okay, da sind wir uns einig. Habe ich auch wenigstens die Geduld verloren. Aber meine Wetten stehen gut, was Italien anbetrifft. Trifft sowohl der Zinsaufschlag, da bin ich im Plus. Und es ist ja Oktober, ein weiterer Crash-Monat. Ja. Wir haben den September ja mit einem leichten Minus im DAX überstanden, aber jetzt kommt der Oktober, wo wir, wie gesagt, Crash-Propheten wie Holger und so weiter, Oberwinter. Dazu möchte ich nur Mark Twain zitieren. Oh. Er hat 1894 schon eine Romanfigur sprechen lassen. Oktober, das ist einer der besonders gefährlichen Monate, um am Aktienmarkt zu spekulieren. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, ach, August und Februar. Der Döpfner mit seinen Regeln. Die Börse. Er wird ein Börsenbuch rausgeben. Döpfners Regeln. Aber Mark Twain übrigens hat mit mir Geburtstag am 30. November, ein Schütze. Und die sind ja besonders weitsichtig, visionär, optimistisch. Also liebe Podcast-Hörer, 30. November. Ich erwarte Geschenke. Ja. Wunderbar. Ja. Ach, wunderbar, das ist schön. Ansonsten vielen Dank auch für viele nette Zuschriften, auch bei meinem Instagram-Account, dietmar.defner. Ja, und er hat mittlerweile über 300 Follower. Das ist wirklich faszinierend. Ganz viele Podcast-Hörer. Ich muss irgendwie mal eine Offensive starten, um da ranzukommen. Ich weiß es auch kommt nicht. Kommt wieder die freie Oberkörper-Offensive von Holger Czapitz. Danke. Ich bin gespannt. Aber ich habe Leute bekommen, die haben im Nachhinein
Nachhinein für dieses Bild sogar noch ein Herzchen gegeben. Also die letzten Wochen, seitdem wir über diese wunderbaren Bilder gesprochen haben, unter anderem das mit meiner Frau und das mit dem freien Oberkörper, gab es Menschen, die haben sich das dann anscheinend angeguckt und haben dann Herzchen gegeben. Mensch, ich habe es mir auch angeguckt, kein Herzchen gegeben. Du mochtest es? Ich mochte das mit deiner Frau, das war, fand ich sehr schön. Ja, sehr schöne Liebeserklärung im Studio von Weltfernsehen. Oh, Und ja, es gibt noch mehr Hoffnung übrigens an den Märkten. Ja? Mehr Hoffnung? Ja, 5 Buchstaben, ja. USMCA, ja, das ist der neue Superhit für die Märkte nach YMCA. Ich dachte schon, man muss es irgendwie vertonen. Früher, ja. Könntest du unsere Menschen aufklären, die vielleicht jetzt von diesem Hit noch nichts gehört haben, außer der Defner? Aus NAFTA wird USMCA und das ist das Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und da gab es jetzt eine letzte Minute Einigung, gerade so kurz vor diesem Podcast, zwischen Kanada und den USA. Und damit ist das sozusagen in trockenen Tüchern. Und das macht jetzt einfach Hoffnung, dass aus Handelskriegern wieder Handelspartner werden können. Ja, dass vielleicht dann eben auch zwischen den USA und der EU demnächst eine Einigung gibt und auch zwischen USA und China. Man sieht einfach, Trump braucht Erfolge. Wie hart hat er vorher gegen Mexiko gewettert und gegen Kanada und jetzt hat er seinen Deal und rühmt sich wieder. Und müssen die eigentlich die Mauer jetzt bezahlen in diesem neuen Deal? Ich kenne die Details nicht, ehrlich gesagt. Gut, aber dann musst die du noch mal Börsen haben sich gefreut und die Herbstrallye ist im Gang wie im letzten Mal beim letzten Podcast von mir. Hey, letzte Woche ging es noch nicht letzte los. Letzte Woche hat es ein bisschen gebremst. Italien hat zugegeben ein bisschen gebremst, aber eigentlich hätte man auch denken können, da geht es noch stärker bergab nach diesen Defizitzahlen aus Italien. Gut. Aber jetzt den DAX in seinem Lauf hält wieder Italien noch der Brexit auf. Nein. So. Brexit übrigens auch, Umfrage zum Brexit, ja, haben wir auch letztes Mal diskutiert. Umfrage, 52% der Briten würden jetzt gegen den Brexit stimmen. Vielleicht gibt es ja noch ein Referendum, ich hoffe darauf. Ja. Gut. So, hast du noch was nachzutragen? Ja, meine Bullen haben gewonnen. Die Leipziger? Ja, ich habe ja mit einem Freund gewettet. Bist du überhaupt angekommen? Du bist ja, wie ich deinem Instagram-Account entnommen habe, in Bitterfeld gestrandet. Ja, wir sind in Bitterfeld gestrandet. Das lag daran, dass die Deutsche Bahn gebaut hat. Und das macht sie natürlich dann, wenn ich nach Leipzig fahre. Aber unabhängig davon haben ja meine Bullen gewonnen. Und ich habe mit dem Kollegen Sommerfeld gewettet. Der ist Werder Bremen-Fan. Und ich dachte, der ist Ossi. Nee, der ist Ossi, aber der ist trotzdem Werder Bremen-Fan. Und? Da hat das hier eine richtige Erfolgsmannschaft ausgesucht. Welche Mannschaft weiter vorne ist. Und weißt du, was ich gewettet habe? Dass wenn Werder vorne ist, muss ich dann bei ihm vor seinen Kindern und ihm stehen und die Werder-Hymne singen. Und zwar von Jan Delay. Und er hat sowas gemacht, grün-weiße Liebe, oh yeah. Das ist jetzt die neue Werder-Hymne. Echt? Ich dachte immer, das heißt, was ist grün und stinkt nach Fisch? Werder Bremen. Nein, das ist... Entschuldigung, liebe Bremer-Fans. Aber das ist Jan Delay. Der wird auch hier auf dem Einheitsfest... Grün-weiße Liebe, ich stehe am Deich. Du musst mehr nach Saal sprechen. Jan Delay, hallo Freunde. Ja, so klar. Viel zu intellektuell, die Hymne. Die andere ist ja wieder, toll den Werder, die ist viel besser, aber ich muss jetzt Jan die lesen. Okay, also, Jan. Aber wir sind jetzt punktgleich mit den Bremern, insofern hoffe ich, um das Ding drum umzukommen. Okay. Aber er fragt sich noch, was die Leipzig-Hymne ist und ich muss zugeben, die kenne ich nicht. Gut. Kommen wir zur Sache. Auch heute haben wir der Bullen und Bären der Woche. Wir senken und heben die Daumen und haben unsere Themen, die wir diskutieren wollen. Und wer möchte denn anfangen? Du, ich gebe dir den Vortritt. Dankeschön. Ich fange mit einem sportlichen Thema gleich mal an. Ja? Das ist ein Bulle, nehme ich an. Ein Bulle, natürlich. Ein Bulle. Mein Bulle der Woche, der geht an Nike und ihre Werbekampagne mit dem Football-Star und Trump-Kritiker Colin Kaepernick. Die ist richtig erfolgreich, das zeigt sich jetzt in den ersten Zahlen, denn Nike geht es davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 9% zulegen wird und die neue Just Do It-Werbekampagne mit Kaepernick, die hat offenbar voll eingeschlagen. Erst hat sie Anleger etwas nervös gemacht, man muss die Geschichte dazu wissen. Dieser ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers hat 2016 eine landesweite Debatte ausgelöst, als er aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Afroamerikaner beim Erklingen der Nationalhymne im Stadion auf die Knie ging und ihm schlossen sich dann weitere Spieler an und das Ganze hat Präsident Trump sehr, sehr erzürnt. Und dieser Mann wurde dann von Nike jetzt im letzten Quartal zum Werbestar gehievt und als Werbepartner eben verpflichtet. Und erstmal gab es da Boykottaufrufe von Trump-Anhängern. Aber das Ganze zahlt sich offenbar auch in barer Münze jetzt für Nike aus. Die Kampagne hat nach Analysen von Thomson Reuters die Verkäufe zeitweise um rund 60% nach oben schießen lassen. Und Nike gelingt mit der Kampagne genau bei der Kernzielgruppe in den USA zu punkten.
die Werbung, die stärkt das respektlose und rebellische Image des Sportunternehmens, sagen Analysten. Und das zahlt dann eben positiv ein. Die Kampagne hat den Claim, glaube an etwas, auch wenn es bedeutet, alles zu opfern. Das ist ja ein echter optimistischer Spruch, der gefällt mir natürlich auch. Und ich finde es einfach gut, dass Unternehmen eben in dem Fall wie Nike sozusagen Werbung nutzen, um auch gesellschaftlich etwas zu bewegen und damit sogar Geld verdienen, ist doch allen geholfen. Wunderbare Geschichte. Mein Bulle der Woche an Nike und ihren cool. Werbepartner. Und Respekt. Und Respekt. Ja. Respekt. Da haben Respekt, wir wieder den Respekt. Ja. Ja. Respekt ist sehr cool. Wichtig. Ich meine, Apple war ja auch immer ein Unternehmen, das auch immer so ein bisschen dieses Rebellen-Image gepflegt hatte und so weiter. Und das kann Unternehmen durchaus nutzen. Und die haben das dann auch immer noch, wenn sie milliardenschwere Konzerne und fett Geld verdienen, trotzdem. Ja. Finde ich cool. Image. Super, ja, super. Ja, Bulle. Ja, und man muss auch manchmal mutig sein, auch als Unternehmen, und sich mal ein bisschen anlegen. Ja. Okay, das passt zu meinem Bären der Woche. Da geht es auch um Trump indirekt. Mein Bär der Woche ist der Dollar. Die amerikanische Devise ist ja noch die unbestrittene globale Reservewährung. Im globalen Handel wird der Dollar eingesetzt, selbst da, wo kein amerikanisches Unternehmen beteiligt ist. Beispielsweise beim Öl wird ja viel in Dollar bezahlt. Aber wenn wir jetzt im Iran Öl kaufen, dann müssen wir es in Dollar bezahlen. Aber auch bei den Devisenreserven ist der Dollar ja die Leitwährung. Doch jetzt stellt man fest, dass der Status zu bröckeln beginnt. Das zeigen nämlich neue Zahlen vom Internationalen Währungsfonds. Und danach ist der Dollar nur noch für 62,3% der Währungsreserven zuständig. Es waren vor einem Quartal noch 62,5%. Das klingt jetzt nach einem kleinen Rückgang nur. Aber der Dollar hat im zweiten Quartal kräftig aufgewertet und hätte eigentlich viel mehr gewinnen müssen. Jetzt hat er aber verloren. Und was man jetzt sieht, dass langsam die Manager in den Notenbanken, die Währungsreserven anhalten, mit der Politik von Trump unzufrieden sind und nach Alternativen Ausschau halten. Und groß gewonnen hat beispielsweise der chinesische Yuan, der es kräftig aufwertet, oder aber auch der japanische Yen. Und das ist faszinierend. Also man sieht, dass diese Politik des Unilateralismus, die Trump macht, oder des Schuldenmachens, und dass er den Dollar jetzt als Waffe einsetzt und beispielsweise dem Iran verbietet, weiter Öl zu verkaufen, das führt dazu, dass der Dollar diese Leitwährungsrolle langsam verliert. Und deswegen mein Bär der Woche ist der Dollar. Mhm, ja. Auch ganz klares Urteil. Ja. Mein Bär der Woche, der geht an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der hat nämlich unlängst eingeräumt, dass er privat bei der Geldanlage es so mache, wie man es eigentlich nicht machen soll. Okay, da würde ich sagen, Selbsterkenntnis ist erst der Weg zur Besserung. Schon mal gut. Schon mal gut, aber ja, er hat sein Geld auf dem Bankkonto liegen, wo es keine Zinsen bringt, sagt der Finanzminister. Bankkonto, Girokonto. Girokonto wahrscheinlich oder Tagesgeldkonto bringt es ja auch kaum Zinsen. Und das vom Finanzminister. Da hätte ich mir schon auch ein bisschen mehr ökonomisch und finanztheoretische sozusagen Wissen erwartet, um das auch umzusetzen, und dass man dann eben nicht sein Geld einfach so rumliegen lässt. Das hat er offen erzählt und zugegeben. Ich glaube, er will damit punkten bei den kleinen Leuten, ja, so nach dem Motto, ich bin einer von euch, wie ihr habe ich mein Geld auf dem Konto einfach liegen. Ja. Man könnte sagen, okay, Finanzminister braucht ja keine Sorge machen um seine Altersvorsorge, die ist ja geregelt, der kriegt ja reichlich fette Pension bis in alle Ewigkeiten, da muss man sich ja keine Gedanken machen, aber als Vorbildfunktion finde ich es echt peinlich, muss ich sagen. Und übrigens die Kabinetts- und Parteikollegin Katharina Barley, die hat das auch ähnlich zugegeben. Sie habe weder Zeit noch die Lust, sich mit Geldanlage intensiv zu befassen. Und die ist Justizministerin. Ne? Und das sei auch so sie, gesagt. Wie sie glaube, eine sehr normale Gesprächspartnerin, hat das auch so zugegeben. Da braucht man sich dann auch nicht wundern über die Gesetzgebung in Deutschland, dass einfach sozusagen Aktienanleger, die langfristig Aktien sparen wollen, einfach sehr, sehr benachteiligt werden, weil sie immer wieder Abgeltungssteuer zahlen müssen, weil sie sozusagen doppelt besteuert werden, die Firmen werden ja schon mal besteuert, und dann auf die Firmengewinne muss der Anleger auch noch mal Steuern zahlen. Das ist einfach sehr ungerecht und das fördert nicht die private Altersvorsorge. Und da ein bisschen mehr Vorbildfunktion im Bundeskabinett würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Deswegen mein Bär der Woche, die Bären der Woche für Olaf Scholz und Katharina Barley. Okay. Wissen wir denn auch, was die Unionsminister haben? Wissen wir nicht. Ob die auch? Die haben sie jetzt da nicht so offen geäußert. Ich find, das ja, man muss das ja dann auch noch nicht mal, wenn man so schon so blöd ist, sag ich jetzt mal, sein Geld so schlecht Lust, anlegt. Ich habe keine Lust, das dann mich auch damit noch zu so offen in Interviews zugibt. Ja, also, zumal du ja den Leuten ja aufgibst, dass sie sich damit beschäftigen sollen. Genau. Weil sie ja für die Altersvorsorge was tun sollen. Und aber wir werden ja gleich darüber reden, dass es 2,3% Inflation in Deutschland im September gegeben hat. Das heißt, wenn du null Zinsen kriegst, hast du 2,3% Wertverlust als Anleger. Das muss man einfach mal klar. Kaufkraftverlust. Es ist nicht so, dass dein Geld da irgendwo sicher ist, sondern das einzig sichere ist bei 2,3% Inflation, dass du auf lange Sicht dein Geld und dein Geldwert vernichtest. Ja,
Also ich habe, was ja auch interessant ist, im Fernsehen habe ich letztens diese in der ARD zu Lehman Brothers Jubiläum auch eine Folge gesehen. Und da war auch, wenn man die geguckt hat, ging man auch raus als Zuschauer und sagte, oh Risiko, das gehe ich lieber nicht ein, dann ist mein Geld immer weg. Und das ist immer die Nachricht, die überall transportiert wird. Dabei muss man kalkulierte Risiken eingehen, um sagt der Bär. Das sagt sogar der Bär. Ne, muss man einfach immer wieder sagen, wenn der Bär das sagt, dann ist da was dran. Und wir wollen ja auch hier ein bisschen werben, so um vernünftige Anlageideen, um vernünftiges Anlegen. Das muss man nicht immer rumzocken und so weiter. Das letzte Mal haben wir ja vor Cannabis-Aktien gewarnt. Aber vernünftig langfristig mit ETF-Sparplan, wie wir es immer wieder hier empfehlen, dann niemand anzulegen. Niemand muss Tesla kaufen. Ne? Und dann kann man auf lange Sicht profitieren. Wir haben beim letzten Mal gelernt, zurückgerechnet, der DAX hat 11,2% über 70 Jahre. Und niemand hat das... Und um es eins noch zu Mark Twain, das wollte ich auch noch loswerden. Noch ein Mark Twain. Nein, gerade als er das gesagt hat, diese 1894, im Jahr vorher, da war der Dow Jones noch ganz neu, da ist er von 50 auf 30 Punkte eingebrochen. Das war natürlich ein Riesencrash, aber selbst wenn du vor dem Crash gekauft hast bei 50 Punkten, dein Urgroßvater vielleicht, dann bist du heute reich bei 26.000 Punkten im Dow Jones. Stell dir vor, 20 Punkte, das ist eine Sekundenbewegung wahrscheinlich. Ach, was sage ich? Millisekunden, was auch immer. Cool. Also auf lange Sicht kann man an den Aktienmärkten sehr gutes Geld verdienen, man muss einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen. So, schön. Fehlt noch ein Bulle der Woche. Ich habe noch einen Bulle der Woche. Neben den Leipzigern. Ja, das ist jetzt nicht mein Bulle der Woche, sondern mein Bulle der Woche. Ich habe einen Lieblingspodcast, den ich samstags immer beim Joggen höre. Das ist Slate Money Podcast. Und da war eine Frau da, die heißt Annie Duke und die hat ein Buch geschrieben, Thinking in Bets. Und da ging es darum, wie man gute Entscheidungen trifft, wenn man nicht alle Informationen hat. Und wir wissen ja, seit Danny Kahneman, das ist der Nobelpreisträger, der hat ja dieses schnelle Denken und langsame Denken, dass viele Entscheidungen, die trifft man einfach so aus dem Bauch raus. Und viele Entscheidungen fallen dann auch sehr schlecht aus. Und da kam diese Pokerspielerin Annie Duke und die hat sich überlegt, wie kann man auch diese Entscheidung, die man so schnell einfach aus dem Bauch heraus macht. Intuitiv. Genau, die man intuitiv trifft. Wie kann man die so gut machen, dass man trotzdem ein gutes Ergebnis dabei hat? Und als Pokerspielerin war es für sie besonders wichtig, weil wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hat, hat sie relativ viel Geld verloren. Und deswegen hat sie gesagt, man muss jede Entscheidung wie so eine Wette sehen. Und beispielsweise, wenn man dann die Trump-Vorhersage, das war ja kurz vor der Wahl in Amerika, hieß es ja 70% Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton gewinnt und 30% Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt. Da haben viele gesagt, oh, gewinnt die Hillary Clinton ja eh, muss ich nicht zur Wahl gehen. Das Gleiche war ja beim Brexit. Wenn man aber denkt, würde ich mein ganzes Geld oder ganz viel Geld darauf wetten, auf so eine 70-30, da würde man sagen, oh, vielleicht würde ich das nicht tun. Und dann denkt man nochmal neu drüber nach und geht dann doch zur Wahl. Und so soll man jede Entscheidung nicht einfach so wegdenken, sondern in solchen Wetten denken. Und das würde zu klügeren Entscheidungen treffen. Und man würde verantwortungsvoller seine Entscheidung machen. Gerade für mich auch, der ganz oft sein Rattenhirn laufen lässt, das so einfach mal so schnell entscheidet. Wenn man einmal nochmal drüber nachdenkt, was macht man in die Zukunft denkt, was könnte das Ergebnis sein, würde man darauf ganz viel Geld wetten, auf dieses Ergebnis oder dieses, würde man viele Entscheidungen, glaube ich, anders treffen. Und deswegen fand ich dieses Buch Thinking in Bets und insgesamt die ganze Idee, wie man Entscheidungen trifft, wunderbar. Und deswegen mein Bulle der Woche, Thinking in Bets, Annie Duke, cool. Sehr spannender Tipp, sehr interessante Geschichte. Und den Podcast kann man sich wirklich anhören, ist cool. Und samstags kommt er immer raus, dann kann man ihn hören. Ist ja keine Konkurrenz zu uns. Nein. Außerdem hört man uns ja am Dienstag. Genau. Und dann braucht man ja am Samstag was Neues. So ist es. Ja. Und deswegen finde ich. Werde ich mir auch mal anhören. Ja, guter unbedingt. Tipp. Gut. Dann sind wir auch schon bei unseren Themen sozusagen, die wir ein bisschen kontrovers. Ich glaube, es wird heute nicht ganz so kontrovers, weil. Na, mal gucken. Wer weiß, vielleicht willst du mich hier wieder Aussi beschimpfen, dann muss ich hier wieder unter Eckert kommen. Du willst ja hier die Aussies niedermachen. Wir haben natürlich rechtzeitig zum Einheitstag. Wir haben gesagt, wir müssen über die Einheit. Wenn hier ein Messi und ein Aussie sitzt, ne, und das Aussi ist immer lieb gemeint, also sonst kommt Onkel Eckert, ich weiß schon, ne? Aber er sagt ja selber, er ist ein Aussie, ja, also von daher. Aber wir haben einfach unterschiedliche Lebensbiografien und das ist ja das Schöne an diesem deutschen Vaterland, ja, dass es das gibt, ja. Und auch wenn du jetzt nicht ganz so alt wirst, aber ich glaube, die Statistik gilt. Auch wenn du nicht ganz so alt bist. Als Aussie, wie du am Anfang erzählt hast. 1,6 Jahre, danke Dietmar. Auch wenn du nicht ganz so alt bist, aber kannst du mir ein bisschen übers Haar streichen, arme Aussie, kannst du nicht so lange leben. Aber ich glaube, du bist, wahrscheinlich triffst dich. Auch wenn du nicht ganz so alt. Wunderbar. Okay, fang du doch einfach mal an mit deinem Thema. Es ist ja auch mein Thema. Es geht um Austausch. Es ist ja dein Thema. Es ist mein Thema und es geht um die Frage, ist das ein großer Erfolg? Und wenn man, ich war ja am Wochenende in Leipzig, wenn man durch Ostdeutschland geht und fährt, denkt man, das ist ein Riesenerfolg. Überall. Mein Text.
Nein, aber ich muss ja erstmal mein Thema vielleicht erstmal kurz anreißen. Okay, okay. Also man geht durch die Straßen, es ist alles renoviert, die Straßen sind gut und es sind schöne Altbauten. Gerade Leipzig ist eine der schöneren Städte in Ostdeutschland. Und man denkt, das ist einfach ein Riesenerfolg, das funktioniert und so weiter. Und dann guckt man sich aber mal genauer die Zahlen an und dann kommt man so ein bisschen ins Zweifeln. Und sieht man nämlich, dass seit der Wiedervereinigung, also in den letzten 28 Jahren, 2 Millionen Menschen in Ostdeutschland einfach so weggezogen sind. Sie sind weg und in Westdeutschland sind 6 Millionen dazugekommen. Also man sieht, also wenn man solche Zahlen sehen würde, woanders würde man denken, gab es da irgendwie ein Erdbeben, gab es da einen Völkermord oder sonst was. Also diese Zahlen sind wirklich schon massiv. Und wenn man dann nochmal sich anguckt, wie die Wirtschaftsentwicklung sich entwickelt hat, es gab natürlich eine gewisse Angleichung. Zur Wiedervereinigung hat der Ostdeutsche nur ungefähr ein Drittel des Westdeutschen als BIP pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verdient. Und das hat sich jetzt angeglichen auf 3/4. Aber man sieht schon in den letzten Jahren, der Angleichungsprozess ist ins Stocken gekommen und wird sogar wieder rückläufig. Und es gibt eine Studie beispielsweise von Prognos, die prognostiziert, dass in den nächsten Jahren diese Schere wieder aufgeht, weil noch mehr Ostdeutsche weggehen werden. Gerade die gut gebildeten kehren dem Land den Rücken und diese rechtsradikalen Ausschreitungen in Ostdeutschland führen nicht dazu, dass jetzt besonders viele Kreative oder Fachkräfte unbedingt nach Ostdeutschland kommen wollen. Das ist also ein großes Problem, dieser Fachkräftemangel. Und dann natürlich eins deiner Lieblingsthemen, wenn du das anguckst, wenn du die Börsenentwicklung in Ostdeutschland anguckst. Es gibt in Ostdeutschland 14 börsennotierte Unternehmen, jetzt mal Berlin ausgeklammert. Also wenn man Berlin anguckt, gibt es natürlich mehr. Berlin hätte man grundsätzlich ausklammern. Muss man ausklammern, weil da gibt es ja Rocket Internet oder Axel Springer oder was auch immer. Berlin ist ja auch eine Sonderstellung, ganz genau. Das war ja auch aber West- und Ost geteilt. Das lassen wir einfach komplett raus. Es gibt 14 Unternehmen nur und die bringen zusammen 11 Millionen Euro auf die Waage. Zusammen. Alle 14 Unternehmen bringen 11 Millionen auf die Waage. Das ist so viel wie die Bank ohne Geschäftsmodell, die Commerzbank. Meine ich ja, 11 Milliarden, danke. Danke, lieber. Es sind 11 Milliarden, es gibt auch nur 2 Milliarden Unternehmen insgesamt darunter. Hm. Und wenn du das dir anguckst, dann kann man nicht von Erfolg sprechen. Und die gesamte Mittelstand läuft nicht. Es sieht schön aus, wenn man hinfährt, aber wenn man die Wirtschaftszahlen anguckt, dann muss ich sagen, kein Erfolg. Hm. Ja, es ist schwierig dagegen so richtig doll jubilierend zu argumentieren, wie es normalerweise meine Bullenrolle ist, aber ich finde halt immer als Bulle und als Optimist muss man halt einfach immer das Positive sehen in einer Entwicklung, was hat sich getan, woher kommen wir, ja, ich meine die DDR ist dann nach der Wiedervereinigung wirklich auferstanden aus Ruinen, nicht wie es vorher in der Hymne hieß, aber nach der Wiedervereinigung hat es dann funktioniert und es lag einfach brach, ja, und da wurde aus dem Nichts wirklich dann etwas aufgebaut und das ist, finde ich, schon eben zum großen Teil sehr, sehr gut gelungen, ja, auch wenn es keine blühenden Landschaften per se insgesamt flächendeckend geworden sind, die Kohl damals versprochen hat, das war sicherlich ein sozusagen großes Versprechen, das zum Versprecher wurde, also das wurde nicht eingehalten, aber es gibt doch die großen Leuchttürme, es gibt doch diese Wirtschaftszentren, wo wirklich sehr zukunftsfähige Branchen auch angesiedelt sind, allen voran natürlich Dresden und Leipzig, und du hast es gerade gesagt, wenn man durch Leipzig fährt oder wenn man also an Leipzig, wenn man von der Autobahn nach Leipzig reinfährt, man denkt ja wirklich, man ist in einem absoluten Wirtschaftswunderland, diese ganzen Autofirmen, Logistikfirmen, die sich da an dem Flughafen herum da angesiedelt haben. Also es ist ja wirklich, man denkt, man ist wirklich in Boomland. Da würde man nicht glauben, dass jemand sagt, hier der Osten ist wirtschaftlich schwach. Also da gibt es diese Leuchttürme, Jena auch mit den ganzen optischen Industrien, die es da gibt, auch viele alte, das sind ja auch noch alte sozusagen aus der DDR-Historie gelerntes Handwerk, das dann da ist oder Können vorhanden ist und so weiter und so fort. Also ich finde, es ist viel geschehen in diesen 28 Jahren Einheit. Es hat sich sehr viel verbessert. Es hat sich aber nichts angesehen. Wenn du mal guckst, also es ist kein einziges DAX-Unternehmen da. Das ist, gut, jetzt kann man sagen, die sind halt da, wo sie sind. Okay, Berlin hat auch kein DAX-Unternehmen bekommen. Okay. Aber man hätte ja auch denken können, dass sich neue Unternehmen ansiedeln. Und wenn du mal guckst, welche in Amerika, die Amazons, die Googles sind alle erst in den 90er Jahren oder später gegründet worden, Facebook. Und selbst Apple hat den Durchbruch auch in den 90er Jahren gehabt. Also es hätte schon sein können im Osten. Und wenn man im Osten guckt, was da passiert ist, man hat ja auch die ganze Solarindustrie. Aber was ist da passiert? Es war ein einziges, eine Subventionssache und die sind alle pleite gegangen. Ob es jetzt Q-Sales, ob es Carnegie, ob es wie auch immer waren. Das ist frustrierend. Gebe ich dir absolut recht, ja. Und das ist natürlich dann immer diese Subventionspolitik. Ich bin kein großer Freund von Subventionspolitik. Also ich meine, es ist unheimlich viel Geld in den Osten geflossen und die Infrastruktur ist wunderbar aufgebaut worden und die ist jetzt viel besser als teilweise in NRW oder anderswo im Westen.
Kosten, die ist da und es ist unheimlich viel investiert worden und teilweise eben auch so flächendeckend und einfach ausgegossen worden, ohne Sinn und Verstand, würde ich mal sagen, war halt der Solidaritätszuschlag war ja da und also ich meine, anderes Ärgernis, Solidaritätszuschlag, 28 Jahre danach immer noch einen Solidaritätszuschlag zu verlangen, das ist wirklich ein Skandal. Ja, aber es gibt ja auch noch eine Sektsteuer, die war dafür, Kassen. Ja, aber das ist doch immer so, es gab mal eine Sektsteuer, die wurde dafür aufgenommen, dass wir genau. Deutschland auf den Weltmärkten stärken und das gibt es immer noch, obwohl wir auf den Weltmärkten jetzt nicht mehr die Kraft haben. Den Wähler scheint das also, ja nicht so Steuern, zu stören. Steuern läuft immer ein Solidaritätszuschlag, aber der muss einfach weg. Ich glaube, was das Grundproblem auch im Osten war, der Anfang war halt total schwierig. Man hat die ganzen alten Unternehmen erst platt gemacht oder verkauft, man hätte da anders agieren müssen. Ich glaube, das war ein großes Problem. Aber wie was hätte man es dann machen sollen, die Treuhand? Ja, ich meine, mit sagen mehr oder weniger maroden Betrieben flächendeckend umzugehen. Also da gab es keinen Präzedenzfall, da gab es kein Modell, wie man es hätte machen können. Und hinterher ist man dann immer schlauer. Ich habe da auch keine Lösung, wie man es hätte anders machen können. Aber wie gesagt, da gibt es immer, hinterher gibt es immer viele, viele schlaue Menschen. Das und das hätte man erhalten sollen, das und das nicht. Aber wie gesagt, der Wille ist auf jeden Fall da gewesen und es gibt positive Beispiele, wo es geklappt hat, wo ja auch Unternehmen gerettet worden sind und so weiter, die weiter, aber ich finde auch, Solarindustrie war natürlich auch ein Negativbeispiel, wo viele Subventionen versenkt worden sind, weil man gesagt hat, es ist jetzt die große Zukunftsbranche. Tja, wir sind uns fast einig hier, Dietmar, merkst du das? Wir sind uns fast einig. Ja, eine schwache Statistik zum Schluss noch, die ich sagen muss, und zwar 50 der erfolgreichsten Influencer, kein einziger bei Instagram, gab es eine neue Statistik, kein einziger der 50 führenden Influencer kommen aus Ostdeutschland. Aber trotzdem muss man einfach sagen. Auch, das ist auch ein frustrierendes Ergebnis. Also irgendwie ist es dieses. Und wenn du guckst, Das ist mittlerweile die wichtigste wirtschaftliche Größe, die Influencer. Nein, aber ich glaube, du musst zurück nach Leipzig ziehen und dann haben sie den wichtigsten Wirtschaftsinfluencer. Aber ist das schon frustrierend? Das wär's doch, oder? Aber es ist doch, bei Instagram bin ich ja keiner. Also da bin ich mit meinen 100, bei Twitter. Bei Twitter bist du ein großer Influencer. Ja, aber nicht bei Instagram. Und man sieht, selbst das läuft nicht im Osten. Aber trotzdem, ich habe noch ein bisschen was läuft. Der Arbeitsmarkt hat sich doch deutlich verbessert. Okay. Also wir wollen jetzt nicht mit 1990 vergleichen, aber mit 2000 hat das sich positiv entwickelt. Im Jahr 2000, da war die Arbeitslosenquote noch mehr als, da gab es noch mehr als 10 Prozentpunkte Unterschied. Und 2017 ist der Unterschied nur noch bei 2,3 Prozentpunkten. Aber das geht auch wieder auseinander. Es wird nicht besser. Also Forschung von Schlüsseltechnologien ist Ostdeutschland sehr gut aufgestellt. Und zum Beispiel beim Erwerbstätigkeit von Frauen ist ja. Das war im Osten früher schon so, dass die Erwerbstätigenquote von Frauen früher schon. Das hat geholfen. Und, ne, und bis heute wirkt es fort. 50% der Beschäftigten in Ostdeutschland sind Frauen. Und weißt du, woran Frauen. Das liegt? Und weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben gut weil ist. Da mehr, weil da mehr Unterbringung, Kitas und so weiter und so fort. Genau. Ja, es ist ja auch viel Gutes da im Osten. Wie gesagt, es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht, bevor wir jetzt hier Nostalgie ausbrechen sollten. Vieles von den guten Sachen wurden ja rübergerettet. Also ich finde, das macht schon auch Mut. Aber ich finde auch, und das muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, die Ostdeutschen schaufeln sich ihr Grab halt manchmal selbst. Und sie sind eben abgewandert damals. Das war ein Problem für Ostdeutschland, weil viele junge, Tatkräftige sind abgewandert. Und die hätten was anpacken können, auch in ihrer Heimat was aufbauen können. Und jetzt ist die ganz, ganz große Gefahr, ist eben die braune Republik, die da im Osten entsteht oder zumindest die Negativschlagzeilen aus Chemnitz, wo man jetzt von Rassismus bis zum Rechtsterrorismus hier alles haben kann. Und das ist es natürlich, was die Wirtschaft total verunsichert. Welcher Betrieb lässt sich denn jetzt in Chemnitz nieder? Welche ausländischen Fachkräfte mit Migrationshintergrund werden sich denn dort bewerben? Die bleiben mal schön in bunten Städten wie Berlin und die werden bestimmt nicht nach Dresden, Leipzig oder Chemnitz gehen. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich meine, sorry, ich kann hier nicht irgendwas als Bulle verteidigen, was wirklich problematisch ist in dieser Republik. Letzte Woche, Tag der deutschen Industrie, da hat der BDI-Präsident Kempf in seinem Eingangsstatement damit angefangen und hat gesagt, das schadet ganz Deutschland und natürlich ist es vor allem ein Problem in Ostdeutschland, aber wo auch immer es sonst auftritt, auch in westdeutschen Städten, ist es ein Riesenproblem. Er hat gesagt, wir brauchen eine Republik, die muss bunt sein statt braun. Wir brauchen einfach Weltoffenheit statt Rassismus und das
das kann man einfach nur ganz deutlich unterstreichen, weil damit schaufeln wir uns unser eigenes Grab und vor allem dann in Ostdeutschland. Ja? Super, also, dass wir uns einig sind, das ist fast langweilig hier. Ja. Okay, das jetzt legen also wir uns zum Tag der Deutschen Einheit sind sie. Da sind wir uns einig. Ja. Wunderbar. Ja, gut. Wunderbar. Da gibt es auch keine Wette zu, weil es ist relativ schwer, da eine Wette zu machen. Deswegen machen wir das ohne Wette, aber bei der zweiten Sache, die Dietmar jetzt hier gleich sagt, im zweiten Thema, da gibt es eine Wette und da geht es um die Inflation. In der Tat, da gab es in der letzten Woche auch neue Zahlen, die auch überraschend ausgefallen sind. Ja. Die deutsche Inflationsrate ist nämlich im September auf 2,3% gestiegen und das hatten viele Analysten nicht auf dem Zettel. Die dachten, die bleibt auf dem Niveau des Augustes, da lag sie bei 2%. 2,3%, das ist ein neues, fast 7-Jahres-Hoch und wir hatten ja lange gehört, dass die EZB versucht, die Inflation wieder sozusagen in der Eurozone insgesamt wieder anzufeuern. Und so langsam kommt die Inflation zurück. Preistreiber waren natürlich die Energiekosten. Wir wissen ja, der Ölpreis ist auf neue 4-Jahres-Hochs gestiegen. Und die Energie kostete im September 7,7% mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel waren auch große Preistreiber bei einem Plus von 2,8%. Da spielt sich natürlich sozusagen, da spiegelt sich der Hitzesommer wieder. Die Missernten haben ja die Nahrungsmittelpreise zum großen Teil nach oben getrieben. Und das sind natürlich Preistreiber, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in der sogenannten Kerninflationsrate und das ist die bereinigte Inflation, das ist wieder ein bisschen theoretischer jetzt, aber das sind die Inflationsraten, auf die zum Beispiel auch die Notenbanken verstärkt schauen, weil sie sagen, die ist weniger zyklisch und weniger schwankungsanfällig von den Energiepreisen, die können halt mal nach oben mal unten ausschlagen. Ich muss vielleicht mal sagen, was die Kerninflationsrate ist eben die Inflation ohne Energie und Lebensmittel. Ja? Genau. Und diese Inflationsrate, die ist eben auch deutlich angezogen in Deutschland von 1,3 auf 1,5%. Und das hat vor allem dann auch den deutlicheren Schub dann ausgemacht, weil Energie und Lebensmittel war vorher irgendwie auch den meisten klar, dass die anziehen werden. Und deswegen gab es dann eben nochmal diesen Zusatzschub aus der Kerninflation. Und meine These ist jetzt, dass diese Kerninflation ein Zeichen dafür ist, dass die Inflation in Deutschland auf jeden Fall zurückkommt. Ja, die Rückkehr der Inflation und dass wir uns auf weiter anziehende Inflationsraten auch als Anleger einstellen müssen und uns da wappnen sollten. Oh. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja, was ist los mit Inflation dir? Aber du ist zurück. Weißt, wenn dein für Szenario, von vielen tot geglaubt, aber die Inflation kommt immer wieder zurück. Aber wenn dein Szenario stimmen würde, dann müssten eigentlich alle Leute jetzt sofort ihre Aktien verkaufen, weil dann könnten die Notenbanken nicht mehr diese lockere Geldpolitik machen. Dann müsste es ja eigentlich mit der lockeren Geldpolitik vorbei sein und die EZB müsste mal damit anfangen, langsam die Zinsen anzuheben. Ganz so schnell, aber die EZB macht ja erstmal, gut, darfst du auch gleich nochmal aus. Darf ich auch noch? Ich darf noch was sagen. Also, lieber, ich wollte nur sagen, ich bin da nicht so skeptisch. Ich bin auch ich sage auch, dass die Inflation wahrscheinlich wiederkommen wird, aber nicht so schnell, wie du das denkst. Also, du musst ja Folgendes sehen. Wir haben weiterhin nur den Effekt mit Energie und wir haben den Effekt mit dem Jahrhundertsommer. Der hat jetzt diese anderen Preise. Und wir haben einen leichten Lohnanstieg. Ungefähr 3% macht das aus, aber du musst ja dagegen rechnen. Die Produktivität ist gestiegen, 2%. Bleibt also am Ende nur 1 Prozentpunkt übrig, als sie in die Inflation geht. Dann haben wir weiterhin die Effekte, Amazon-Effekt, also das im Internet bestellen, dass es immer günstiger wird. Wir hatten den Effekt, den du auch als Bulle der Woche hattest, Airbnb oder Uber. Da kommen ungenutzte Kapazitäten, deine Wohnung, die du noch hast, oder dein Auto, was du noch hast, kommt noch in diesen Prozess mit rein. Und in diesem Umfeld wird es nicht dazu führen, dass die Inflation wirklich steigt. Und dann, das ist eigentlich mein Hauptgrund, warum ich nicht glaube, dass die Kerninflation weiter steigt, dann sind wir bei der Konjunktur an der Spitze angekommen. Also es geht nicht weiter nach oben. Und wenn die Konjunktur wieder nach unten kippt, dann kann die Inflation nicht so doll nach oben gehen. Es sei denn, wir haben so 70er Jahre Stagflation oder so eine Sache. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und ich glaube auch nicht, dass die Löhne weiter steigen, weil wir haben zwar in Deutschland eine niedrige Arbeitslosenquote, aber du hast halt in Europa eine Arbeitslosenquote von 9%. All die Leute, die in Europa keinen Job kriegen, können nach Deutschland kommen. Und insofern wird es in Deutschland nie zu einem richtigen Lohnboom kommen und diese ganzen Lohnpreisspiralen, die wir mal in den 70er Jahren hatten, die du ja hier versuchst schon an die Wand zu machen, die wird es so nicht geben. Insofern denke ich, die Inflation, klar, sie ist angestiegen und 2,3 ist misslich für all die, die ihr Geld auf dem Girokonto haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, gerade dass die Kerninflation, die jetzt bei 1,5 liegt, dass die groß nach oben geht. Mhm.
Ich glaube schon, wie gesagt, der Lohndruck, der kommt jetzt langsam erst. Du hast es gesagt, die Tariflöhne sind jetzt etwa um 3%, schätzt die Commerzbank, angezogen. Und da darf man aber nicht vergessen, dass die Tariflöhne das andere sind und das andere ist, was tatsächlich dann auch bezahlt wird. Ja. Teilweise wird ja dann immer mehr über Tarif bezahlt. Darauf haben zum Beispiel auch letzte Woche die Institute in ihrem Herbstgutachten dann in den Erläuterungen hingewiesen, dass immer mehr Arbeitgeber den Arbeitnehmern Halteprämien zahlen, also ihnen einfach deutlichere Lohnerhöhungen zahlen, weil sie sagen, du bist so wichtig für meinen Betrieb, ich finde da draußen niemand mehr, du musst bleiben, ich gebe dir eine deutlichere Lohnerhöhung, deutlich über Tariflohnerhöhung oder auch eben, um neue Arbeitskräfte anzuwerben, weil einfach der Mangel so groß ist da draußen in den Fabriken, dass sie sagen, ich muss aber einfach Fabriken, mehr Geld. Da kannst du doch, da hast du nicht die Migration, Fabriken, aber da hast du, nein, da hast du Immigration, nein, ich meine jetzt nicht Fabrikarbeiter, sondern ich meine einfach wirklich qualifizierte Facharbeiter, die halt überall gebraucht werden im deutschen Mittelstand. Du glaubst, es wird einen Lohnboom geben? Also, ja. Ich selbst muss feststellen, ich bei mir du bist halt jetzt in einer Branche, die, sagen wir mal so, der Journalismus ist jetzt nicht unbedingt die boomende Branche, die auch von... Da gibt es keine Halteprämie, da gibt es eher andere. Nein, da gibt es halt Disruption, da gibt es eine Branche, die Probleme hat, weil sie durch kostenloses Internet bedrängt wird und so weiter und so fort. Aber es gibt da draußen ja genug Betriebe, die sind sozusagen Weltmarktführer in ihrer Nische. Die können auch, das Entscheidende ist ja bei Inflation, dass du dann deine höheren Kosten, die du hast, als Betrieb auch weitergeben kannst. Und das kannst du natürlich nur in einer logischerweise boomenden Wirtschaft. Das ist mein Basisszenario. Da sind wir uns ja grundsätzlich anderer Meinung. Genau. Ja. Ich glaube, dass es eben wirtschaftlich weiter aufgeht, auch wenn wir jetzt leichte Bremsspuren sehen in Deutschland und in der Weltkonjunktur. Aber die werden schnell ausgebügelt werden. Der IWF hat doch heute schon gesagt, dass sie wahrscheinlich die Prognose für die Weltwirtschaft runternehmen. Also da glaube ich nicht dran. Die haben als alle ihre Prognosen runtergenommen, weil sie immer hinterherhinken. Aber wie gesagt, das ist doch jetzt Handelseinigung USA, das macht Schule und dann wird es auch wieder weiter aufwärts gehen, wenn man hier diesen ganzen Protektionismus-Gespenster wieder ein bisschen abschütteln kann. Deswegen, die Wirtschaft wird weiter boomen und die Löhne werden weiter steigen. Es hat gerade erst angefangen und es gibt den berühmten Vergleich mit dem Ketchup. Man spricht immer von der Ketchup-Inflation. Also, wenn das einmal raus ist, ist die Zahnpasta. Das ist die Zahnpasta-Tube, du kriegst sie nicht wieder rein. Nein. Wenn sie einmal draußen ist, kriegst sie nicht wieder rein. Nein, aber der Ketchup ist ja noch interessanter. Du klopfst halt lange Zeit, alle werden es wissen, ne? Vor allem früher die Glasflaschen, nicht die Gummiflaschen, wo man einfach rausdrückt, sondern die Glasflaschen von Heinz und anderen. Ja, da klopfst du und klopfst du, bis endlich mal Ketchup kommt. Okay. Und plötzlich, und wenn das Ketchup dann läuft, dann kommt es raus. Dann kommt es raus in einem Schub und du kannst kriegst es nicht mehr gebremst. Das ist die Ketchup-Inflation. Ja. Die Notenbanken klopfen jahrelang drauf und pumpen immer mehr Geld in die Märkte und wollen die Inflation anheizen. Sie schaffen es nicht, aber die dann kommt. Ich kritisiere, das ist einfach ein Effekt, der so ist. Ja. Und natürlich ist es dann schwer zu steuern, wieder rückgängig zu machen. Aber die deutsche deswegen Inflation, werden die Notenbanken auch, die Notenbanken werden auch nicht sofort wieder zurücksteuern jetzt, weil natürlich, sie machen nicht nur für Deutschland die Notenbankpolitik, sondern für ganz Europa. Ja. Und natürlich sind andere europäische Länder da noch etwas hinten dran, aber auch in Europa, in der Eurozone insgesamt, ist die Inflation auf über 2%, auf 2% mehr angesetzt. Aber nicht die Kerninflation. Das ist der Unterschied. Und wir müssen auf die Kerninflation achten. Und deswegen, da glaube ich nicht, dass es gibt dann eine Ketchup-Inflation. Und dann noch eins zu deinem Amazon und sozusagen Billigangebot. Das sind ja diese Effekte, die haben wir ja auch lange gehabt. Die haben sich ja lange niedergeschlagen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass China und so weiter sind ja auch nicht mehr diese absoluten Billiglöhner, sondern da ziehen ja die Preise und die Herstellungskosten auch deutlich an, auch getrieben von Energiepreisen. Also diese Billig-Dumping-Löhne, die werden auch immer weniger. Hier ist schon und, China wird zum größten Exporteur der Inflation. Amazon kann ja nur vergleichen, was dann da ist auf dem Markt und so fort. Also wenn die Preise auf breiter Ebene steigen, dann sozusagen wird auch im digitalen Vergleich dann der Preis steigen. Und das waren lange Jahre dämpfende Effekte. Und wenn dann die Inflation aus der Flasche ist, das Ketchup. Flasche, super. Ja. Wir haben die Ketchup. Wie Aladin aus der Flasche. Lass uns wetten. Ja. Lass uns wetten. Also ich würde wetten, also wir haben ja von dieser Kerninflation gesprochen, dass die Kerninflation zum Jahresende, wir haben sie jetzt bei 1,5%, dass sie auch im Dezember bei 1,5% noch steht. Du sagst ja, das ist jetzt wieder eine kurze Zeit. Wir wollten doch höher wetten. Ich dachte, du sagst die Ketchup. Ja, wenn du auf die Ketchup-Flasche draufhaust, dann kommt doch das raus. Naja, es kommt langsam raus. Ist genauso, wie es jetzt ist? Wir müssen noch länger hauen. Bei Dietmar muss man... ich gehe auf 1,6%. Ich würde das machen. Also, erzählt er jetzt eine halbe Stunde mit der Ketchup-Flasche und dann sagt er, bleibt genau 1,6% Kerninflation. Gut, okay, sehr gut. Ist ein bisschen schwierigere Wette, aber... Uiuiui, 0,6. Die Aussage ist Kerninflation. Wenn die Inflation kommt und dann muss ich... Und die Inflation kommt, da gab es so ein Buch mal von, wie hieß das? Da war so eine Geldwelle vorne drauf. Ja, die war von Stefan Risse. Stefan Risse, stimmt. Stefan Risse, der hat seinen Fonds wieder zugemacht. Ich habe übrigens auch mal so ein E-Book geschrieben, Vorsicht Inflation, aber das ist, Inflation? Das ist schon ganz alt. Da war ich auch viel zu früh mit meiner Prognose. Aber jetzt kommt sie. Aber jetzt kommt sie. Früher kann man das noch kaufen, das Buch?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde es auch nicht empfehlen. Ja. Es war mal so ein Versuch. Ja. Okay. Aber die These stimmt. Ja. Die These stimmt. Irgendwann kommt die Inflation. Irgendwann kommt die Inflation und der Defner hat es gesagt. Ja. Früher oder später kommt sie. Und eins noch zum Thema noch Aktien. Also ich Thema meine, Aktien, wenn natürlich die Notenbank extrem dagegen Bremsen ankämpfen müssen. Ja. Ja, aber das kommt ja erst in der zweiten Welle der Inflation. Ja. Sondern erstmal lassen sie natürlich die Inflation sicherlich auch überschießen dann, etwas. Ja, dann wird der DAX auf 14.000 hochschießen. Das ist wie in der türkischen Börse, das haben wir gesehen. Da ist die Inflation auch nach oben gegangen. Auch mal was sagen, die ganze Zeit, jetzt ist hier Ketchup-Geschichten, jetzt will ich auch mal was sagen. Okay. Und dann, du hast ja in der Türkei gesehen, die Börse ist wahnsinnig gut gelaufen, weil die Inflation da bei 20% war. Weil in den Aktienkursen geht die Inflation mit rein. Da in der Landeswährung, natürlich. In der Landeswährung, genau. Und deswegen sollte ein Anleger dringend sein Tagesgeldkonto plündern oder Herr Scholz, unser Finanzminister, und mal Aktien kaufen. Ne? Weil Unternehmen sind ja auch Sachwerte, die werden ja dann wertvoller und in der Regel können sie die Preise umwälzen, also profitieren sie erstmal von leicht anziehender Inflation. So wie das, das hat der gut erzählt. Also unsere Wette steht. Und wenn sie steht, 1,6%. Da muss es gar nicht. Genau, 1,6%. Haben wir jetzt gut. Inflation. Prima. Ja. Dann, das war Podcast Nummer 22. Ja, Episode 22. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns an wirtschaftspodcast@welt.de. Verfolgen Sie uns auf unseren sozialen Medien, dem Twitter-Account des Influencers Holger Czapitz, meinem Instagram-Account. Schuldensühner. Aber jetzt muss ich langsam mal für meinen Instagram-Account hier Werbung machen. Das ist auch Schuldensühner. Das ist der gleiche. Ich meine, wahrscheinlich, da folgen mir nur Sühner 166. Ich muss es irgendwie mal hinkriegen, wenigstens nach Hause. Gut. Wir können jetzt mal eine Wette machen, wer am Jahresende mehr Instagram-Follower hat. Das machen wir. Okay, also wir machen noch eine Wette dazu, damit wir auch zwei Wetten. Neu da. Wer hat am Jahresende mehr Follower bei Instagram? Der Defner liegt mit 170 vorn. Das muss ich irgendwie schlagen. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Du hast doch 60.000 Twitter-Follower. Ich habe 65.000 Twitter-Follower. Die werde ich jetzt einmal plündern. Ich sage Leute. Leute, rettet mich. Ja. Gut, eine Wette will ich zum Jahresende gewinnen. Ja, ich brauche euch. Gut. Mobilisiert alles. Also, liebe Freunde. Der Defner wird auch noch 1000 Bilder aus dem Studio Twitter twittern. Optimismus, Freunde. Bitte folgt mir auf Instagram. Ja? Gut, das war's. Von der Ketchup-Inflation und nächste Woche dann Senf-Geschichten oder so. Und wir wollen auch wieder meinen haben. Senf dazu. Wir wollen Sterne haben. Sterne wollen wir auch haben. Sterne. Sterne. Und zwar fünf. Ja? Nicht die fünf Sterne aus Italien, sondern Kollege, der aufnimmt, sagt, kommt zum Ende. Ja. Genau. Das ist eine kluge Entscheidung. Ja? Wir sagen tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Czapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.